Nicht nur Form und Ausmaße dieser Maschine erinnern an eine Mondrakete, auch ihr hochfliegender Name, Apollo. Anfang der 1970er Jahre entwickelt und beinahe wie die Raumfahrt als Errungenschaft gepriesen, legte dieser mobile Grünfuttertrockner aufgrund seines enormen Heizöldurstes alsbald eine Bruchlandung hin. Heute als Kuriosum im Museum Hohenheim fasziniert seine Technik immer noch Direktor Klaus Herrmann und den ehemaligen Apollo-Maschinisten Helmut Gehrung. 1972 lief der Apollo, ganz im Rationalisierungstrend der Zeit, im Ein-Mann-Betrieb. Die gewaltige Maschine wurde direkt zum Futter an den Feldrand gebracht, wo der Landwirt den Vorratsspeicher mit Erntegut befüllte. Vollautomatisch beschickte der Apollo seine riesige Trommel, eine Art Superföhn, der mit Heißluft das Grüngut trocknete. Während binnen einer Stunde Gras zu Heu wurde, konnte sich der Landwirt um die nächste Ernte kümmern. Es war halt eine ganz andere Sache. Man war wetterunabhängig. Man konnte morgens mähen, sofort einfahren, rund um die Uhr, wenn das Personal mitgemacht hat. Was halt im anderen Betrieb ja immer ein, zwei Tage Wetterrisiko war. Und das war schon was. Ja. Das Schlimme war halt, nachdem die Technik hat geklappt, Technik ist gelaufen, kam halt der Ölschock. Und dann war ich die Sache am Boden. Der Ölschock 1973. Die Heizölpreise kletterten auf 30 Pfennig pro Liter. Für den Apollo ein Fiasko. Um Schnittgut von einem Hektar zu trocknen, verfeuerte er etwa 1500 Liter Heizöl, den Jahresverbrauch eines Einfamilienhauses. Unwirtschaftlich, bevor er über den Versuchsbetrieb hinauskam. Das Museum Hohenheim konnte das Gerät gerade noch vor der Verschrottung retten. Ja, also bin natürlich sehr stolz auf dieses Gerät. Das ist weltweit der einzige erhalten gebliebene Class Apollo. Und Class Apollo, Apollo steht für Weltraumfahrt. Das war eine neue Dimension der Grünfuttertrocknung. Eine Dimension, die für Aufsehen sorgte. Zumal sich wegen des Durstes des Apollo noch ein Tankwagen in die Kolonne einreihte. Die Kolonne besteht aus vier unterschiedlichen Fahrzeugen. Brauche ich vier Trecker für. Wir haben ausgerechnet, wenn ich diese Einheiten alle hintereinander stelle, dann habe ich einen Zug von 40 Metern. Und das ist im Grunde genommen wie ein Zirkus gewesen. War ja eine mobile Trocknungsanlage. Und wenn der dann also den Standortwechsel vornahm, dann war die Straße zu. Vorratswagen, Trockentrommel mit Brikettpresse, Brikettkühler und Brikettförderband. Pro Stunde verdampfte der Apollo 2,7 Tonnen Wasser aus dem Schnittgut und produzierte so 800 Kilogramm Heupresslinge. Diese waren leicht zu transportieren und anschließend zu lagern. Aber nicht nur deshalb war dieses Trockengrünfutter bei den Landwirten beliebt. Weil das Endprodukt, diese Heupellets, Heubriketts oder wie auch immer, top sind. Mir hat einer mal gesagt, das sind Energieriegel für Kühe. Ja, und die bringen verbrauchte Kraft sofort zurück. Das wollen die Bauern haben. Statt teurem Kraftfutter vom Handel, Kraftfutter vom eigenen Feld. Überdies leicht zu dosieren. Das war die große Idee der mobilen Trocknungsanlage. Nur wenn man Energie sparen wollte, hatte der Apollo hier und da so seine Tücken. Also Trommeltemperatur war so 800 Grad etwa, so grob. Ja, zu wenig war nichts, zu hoch war nichts. Es war das Riskante, wenn man halt mal Energie sparen und hat dann etwas trockene Ware eingefahren. Dann könnte es sein, dass mal vielleicht gab es einen Trommelbrand. Das Futter, wo drin war, war halt verbrennt, aber es war nichts Größeres passiert. Ein harmloses Malheur wie ein Trommelbrand hätte dem Erfolg des Apollo kaum geschadet. Doch während stationäre Trocknungsanlagen auf alternative Energieversorgung umstellen konnten, war das für einen mobilen Trockner keine Option. Deshalb steht der Apollo heute hinter der Museumsabsperrung. Er war für höchstens 15 Pfennig pro Liter Heizöl entworfen. Angesichts heutiger Ölpreise kann diese gewaltige Maschine nur noch das Panoptikum der Kuriositäten aus der Landwirtschaft bereichern.
Hier geht es übrigens gleich zum nächsten Oldtimer-Video über eine Landmaschine. Wirklich kurios, Marke Eigenbau aus unserer Serie für unser Land. Und wenn ihr eh schon da seid, lasst uns doch gleich noch ein Abo da für mehr Videos aus Land- und Forstwirtschaft. Und noch mehr spannende Videos gibt es übrigens hier in der BR Mediathek. Schaut doch gerne mal vorbei.